die Türe, ab der es kein Zurück mehr gibt. Ab in unser letztes Kapitel von Tomb Raider. Ich freue mich, freue mich. So. Der Tempel mit Himiko. Wie immer haben wir Stürme ohne Ende, denn Himiko, oder der Geist von Himiko, ich weiß ja nicht, wie man es eigentlich ausdrücken will, will uns ja daran hindern. Nein, nein, bitte! Der will uns ja daran hindern, dass wir das verhindern. Warum tun Sie das, Matthias? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichen Gründen genommen? Hier gibt es keine Helden. Nur Überlebende. Himiko ist sehr gefährlich, Matthias. Sie ist zornig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin? Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Wir werden es dann rausholen. So, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir jetzt hier überhaupt noch irgendwelche... Nein, so wie es aussieht, sind hier jetzt auch gar keine Bücher mehr oder Relikte. Nur noch kämpfen, kämpfen ums Überleben. Uiuiui, okay. Dann kämpfen wir ums Überleben. Wow. Geht's hier noch weiter? Nein. Geht's denn dann weiter? Ach hier. Keine Ahnung. Da geht's weiter. Ich hab's ja schon mal gespielt, aber trotzdem. Orientierung und Frauen, man weiß es ja. Ich finde das alles hier richtig cool gemacht. Guck mal hier. Ich meine, es ist relativ vorhersehbar, wie man hier so die eine oder andere Sache regelt und regeln sollte. Wir müssen auf jeden Fall jetzt immer weiter nach oben klettern. Wo haben wir unseren Ankerpunkt? Da hat die Glocke unser Gewicht nicht mehr getragen. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, das sind ganz schön viele. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Dann wartet auf mich. Und auf Sam, weil wir gehen hier nicht ohne Sam zurück. Keinen Fall ohne Sam gehen. Ich denke mal, Lara wird keinen zurücklassen. Also werden wir auch niemanden zurücklassen. Okay, also jetzt hier weiter hoch. Es sieht auch sehr unstabil aus. Hier geht's weiter. Wie schön das Spiel uns unseren Weg hier weist. Und immer schön mit unserer Wahlrutschen Ding. Das ist also der
Blickwinkel ist schon komisch gewählt. Wo müssen wir aber jetzt hin? Oh, ich hoffe, ich bin jetzt richtig gelaufen. Einmal fallen lassen. Und dann hier hochklettern. Ja, ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, ob wir hier richtig sind. Und hier ist wieder Munition. Und nochmal ein Lager, aber ich glaube, nee, wir haben weder gut was gefunden, noch sonst irgendwie was jetzt gesehen. Also einfach weiter. Wieder weiter nach oben. Wir erklimmen die Ruine. Denn wir müssen Matthias hinterher und Sam retten. Und eigentlich müssen wir alle retten, weil die anderen ja auch auf uns warten und ohne uns nicht weitermachen. Wow. Ja, man merkt hier diese Himiko. Der Göttin ist ganz schön rachsüchtig. Der ganze Sturm, die ganzen Blitze, die gelten eigentlich nur der lieben Lara, weil die liebe Lara hier verhindern will, dass sie Sam schnappt. Und wir wollen natürlich verhindern, dass sie Sam schnappt. Also das ist auch unsere Aufgabe. Ich meine, das Schlimmste von allen war Whitman. Oh nein, 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 wir sind zu spät. Der Wind. Wir müssen uns durchkämpfen. Ja, ja, Lara, ich weiß. Erledigt, da kommen noch mehr. So. Und den haben wir auch gepackt. Und der ist auch weg. Er war schön weiter. Schön plündern. Oh, da drüben sind die Sturmwachen. Die werden uns auch nicht mit. Oh, das andere hat Glück gehabt. Und trotz des Windes können wir jetzt hier weiter. Wir sind bestimmt gleich wieder Gegner. So. Weiter. Ja,
wieder an mit Schild. Aha. Ah, oh, das mit dem Ausweichen funktioniert mittlerweile auch sehr gut. Wo schießt jetzt noch wer? Ich sehe gerade nichts mehr, von wo hier geschossen wird. Ach, da drüben. Ach, die kämpfen. Okay, die kämpfen also jetzt auch gegen die Sturmwaffe. Ich mochte die Stelle nicht gern, weil irgendwie hat... Okay. Wir haben es bald geschafft. Wir müssen es bald geschafft haben zu überleben. Wir müssen einfach Sinn retten. Oh Mist. Oh Mist. Also wie wir schon gesehen haben von vorne, können wir dem überhaupt nichts anhaben. Fantastisch. Wir hatten dem anscheinend schon die... gar nicht gesehen, dass der keinen Helm mehr anhatte. Deswegen war er dann auch schneller unterwegs. Aber die eine Keule, die er uns da gegeben hat, war ganz schön heftig. Der haut rein. So. Anscheinend immer wieder genug Bergungsgut für irgendwelche Waffen abzuladen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir noch an ein Lager kommen, um auch tatsächlich dann zu benutzen. Hier ist Matthias. Okay, nein, darf uns nicht mit unserer eigenen Waffe töten. Okay, komm. Mit zwei Waffen in Lara Croft Manier, die hätten wir gern die ganze Zeit haben können. Mensch, nee, wir haben immer nur langweilig einer. Und jetzt müssen wir es dann retten.
Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Wir haben Sam gerettet, wir haben alle gerettet. Die, ja, Himeku ist nun endgültig tot. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja... Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr solcher Let's Plays sehen wollt. Macht's gut, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht mehr.